Ich würde gerne so ein bisschen über den Stoff reden, über das, was im Film zu sehen ist, bevor wir dann darüber sprechen, wie der Film entstanden ist. Dieser Film ist ja letztendlich ein Film über eine Entscheidung. Und diese Entscheidung dauert eben nicht 24 Wochen, sondern wesentlich weniger. Sie betrifft aber einen Zeitraum, über den quasi öffentlich nicht so wahnsinnig viel gesprochen wird, nämlich den der sehr späten Abtreibung. Jetzt habe ich eine sehr harte Frage am Anfang. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das so fragen soll. Eine Kollegin, die selbst ein Down-Syndrom-Kind hat, hat gesagt, frag das mal. Was glaubst du, werden Mütter, die diesen Film sehen, die ein Down-Kind-Syndrom erwarten, danach tun? Abtreiben oder eher nicht abtreiben? Das ist wirklich eine ganz schwere Frage. Ich habe ja schon alle Fragen gehört, jetzt ab mittlerweile, aber die noch nie. Ich glaube, dass das Thema ihn, dass sowohl das Kind bekommen als auch das Kind nicht bekommen, wird ihnen näher rücken. Und ich glaube, dass der Film dazu anregt, dass man selber eine Haltung dazu finden muss. Ich will keine Haltung aufdoktrinieren und ich will auch nicht, ich zeige eigentlich nur einen Fall. Ich zeige, dass es das in Deutschland gibt. Und ich will weder für noch gegen Abtreibung sprechen in dem Film. Und ich bin mir sicher, dass der Film das auch nicht macht. Also für mich war der Film, als ich ihn sehr unvorbereitet in Berlin gesehen habe, bei der Berlinale, eher ein Film, der zeigt, dass man gewisse Entscheidungen nur dann fällen kann, wenn man sie fällen muss und nicht, wenn man sich versucht, hineinzuversetzen. Das stimmt, aus dem Trockenen heraus. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich werde auch oft gefragt, was würdest du tun, wenn du in der Situation wärst? Was würdest du tun, wenn du vor dieser Entscheidung stehen würdest? Und da kann ich immer eigentlich nur sagen, dass ich gelernt habe, dass ich das jetzt nicht sagen werde. Also, dass man aus dem Trockenen heraus das nicht entscheiden kann. Manche Dinge im Leben, die wird man anders entscheiden, wenn man in der Situation ist. Und bei dem Thema ist es ja so, dass über 90% der Frauen, Familien ihre Kinder nicht bekommen nach dem dritten Monat. Über 90%, das sind fast alle. Und ich bin mir sicher, dass von diesen 90% fast alle erstmal sagen würden, wenn sie, als sie nicht in der Situation waren, ein Kind mit Down-Syndrom, das kann man doch bekommen. Und trotzdem treiben 90% bei Down-Syndrom. Da geht es noch nicht um Organschaden, Herzfehler, da geht es erstmal nur um das Down-Syndrom. Und das ist deswegen habe ich den Film gemacht, weil ich das gehört habe und wusste das nicht. Und wusste dann, das heißt ja auch, dass es in ein paar Jahren keine Menschen mit Down-Syndrom oder kaum behinderte Menschen mehr geben wird. Nur noch Unfälle. Ja, wenn Eltern sich dagegen entschieden haben, gegen all die Untersuchungen, die man machen kann. Nochmal diese besagte Kollegin zu zitieren, die sagt, es wäre ein wunderbarer Film gewesen, sie hätte ihn sehr gemocht und sie hofft, dass dadurch die Lebenschancen oder die Überlebenschancen von nicht geborenen Down-Syndrom-Kindern steigen. Und dann hat sie sich selbst zurückgenommen und hat gesagt, aber das soll er wahrscheinlich gar nicht bewirken. Was denkt sie, was er bewirken soll? Das ist genau der Punkt. Sie konnte sich nicht entscheiden. Sie konnte, Ist genau gut. wie du das gerade gesagt hast, sie konnte nicht sagen, das ist ein Film, der für Abtreibungen diskutiert oder dagegen, sondern es ist ein Film, der eben eine Entscheidung zeigt. Und zwar die Ja. schwerste Entscheidung des Lebens, um das Leben selbst. Ja. Und es ist doch so absurd, dass wir diskutieren ganz viel über Pränatalmedizin. Wir wollen eigentlich, alle haben wir zusammen entschieden, wir wollen wissen, was ist im Bauch der Frau los? Wir wollen wissen, was das Kind hat, bevor es auf die Welt kommt. Das wollen wir alles. Und da wird sehr viel Geld reingesteckt und es interessiert uns auch. Wir wollen bunte Bildchen sehen. Aber man hört auf, an dem Punkt zu diskutieren, was ist, wo dieses Wissen vielleicht negativ ist, was man da bekommt, wenn man all die Untersuchungen macht. Also es kommt mir fast so vor, als ob die Pränatalmedizin wie so eine Sicherheit vortäuscht und sagt, ja, wenn wir all die Tests machen, dann kriegen wir dann die positive Rückmeldung am Ende. Aber manchmal ist es eben nicht positiv. Und umso schneller das halt voranschreitet, diese Pränatalmedizin, umso mehr sollten wir uns damit auseinandersetzen, was wollen wir eigentlich mit dem Wissen anfangen? Wie wollen wir damit umgehen mit dem Wissen? Und da, wo die Pränatalmedizin aufhört, fängt dieser Film an. Er sagt nämlich was, oder er fragt nämlich, was ist dann?
Was ist danach? Ist denn die Pränatalmedizin Fluch oder Segen? Das ist eben genau das, was ich neu ordnen muss und was jeder für sich entscheiden muss. Und es heißt ja, es kann ja auch, man muss es ja gar nicht so schwarz-weiß sehen. Man kann ja auch, glaube ich, für sich entscheiden, wie weit möchte ich gehen, was möchte ich alles wissen über mein Kind? Weil welche Untersuchungen möchte ich denn wirklich machen? Und manche Eltern wissen eigentlich schon ziemlich genau, ich würde ein Kind mit Down-Syndrom auf jeden Fall nehmen. Oder also das könnte ich und das würde ich machen wollen. Ja, dann muss man vielleicht manche Untersuchungen auch nicht machen. Und Wie? habe das Gefühl, wenn ich mit Eltern gesprochen habe, dass sehr viele Eltern gar nicht genau wussten, dass man die ganzen Tests auch nicht machen kann. Bei jedem einzelnen Test muss man unterschreiben und muss man sein Ja dazu geben. Aber es ist manchmal haben die Eltern das Gefühl, dass sie nicht richtig beraten wurden oder sie haben nicht richtig zugehört oder sie wollten nicht richtig zuhören. Also das ist auf jeden Fall das Thema so. Wie ist denn das Thema zu dir gekommen? Also wie hat sich die Geschichte dir vorgestellt? Sind da persönliche Erfahrungen eingeflossen? Ist es eine reine Fremdgeschichte, eine reine Recherche, reiner Zufall? Wie kam es zustande? Na, ich glaube, es hat ja immer etwas mit mir zu tun. Ja, also ich habe ja entschieden, dieses Thema zu machen. Also habe ich ja irgendwie, irgendwas in mir hat mich ja dazu bewegt, dieses Thema zu machen. Und ich habe damals einen Zeitungsartikel gelesen, wo ein Arzt interviewt wurde, ziemlich heftig interviewt wurde, weil er Spätabtreibungen macht. Und dann habe ich nicht genau gewusst, was das ist. Und dann habe ich eben weiter gelesen und habe dann gemerkt, okay, man kann nach dem 3. Monat sein Kind auch nicht bekommen. Das wusste ich nicht. Und ich dachte, dass das vielleicht eingegrenzt ist vom Gesetzgeber, dass der sagt, ja, bei der und der und der Behinderung. Dann habe ich erst mal gesehen, das Gesetz sagt eigentlich, wenn die Frau sich physisch oder psychisch nicht in der Lage fühlt, das Kind zu bekommen, das Behinderte, dann kann sie es auch nicht bekommen nach dem 3. Monat. Es geht es um die Frau, nicht um die Behinderung des Kindes. Dann habe ich gesehen, dass der Gesetzgeber auch nicht eingrenzt, bis wann, bis zu welcher Schwangerschaftswoche, sondern er lässt es offen. Du kannst eigentlich theoretisch bis zu den Wehen abtreiben. Und das fand ich erstmal alles total befremdlich und auch komisch, dass ich da nichts drüber wusste. Habe alle meine Freunde gefragt, die wussten auch nichts darüber. Bin zu meinem Drehbuchautor, habe dem was erzählt, der hat da reingelesen und meint so, krass, lass uns das machen. Und dann ging's los. Wie weit ist man persönlich dabei mit seiner eigenen Weiblichkeit, mit dem, was man selber als Frau erlebt hat? Ja, also ich habe selber mein Kind abgetrieben vom 3. Monat und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mir natürlich überlegt habe, also ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß genau, wie alt das Kind wäre, weiß, wann es Geburtstag hätte und wir rufen uns auch mal an, der Vater und ich, in dem Monat zumindest, in der Woche und reden dann so ein bisschen und also es bleibt einfach immer in mir so. Das ist etwas, was ich eben gemacht habe. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ist das denn für Frauen oder auch Männer, Familien, die sich eben gegen ihr Kind entschieden haben, wenn das Kind wirklich schon. Ja, wenn man es schon gespürt hat oder wenn man, ja, wenn man es in sich getragen hat, wirklich spürbar in sich getragen hat. Und das hat mir natürlich geholfen. Ich würde nicht sagen, dass ich deshalb den Film gemacht habe, aber es hat mir unheimlich geholfen, mich da rein zu fühlen und auch Julia Jentsch gut zu verstehen und zu inszenieren. Es gibt da eine Form von gesellschaftlichem Druck, mehr oder weniger deutlich ausgesprochen, der auf beiden Seiten agiert. Der eine ist ja vielleicht zu sagen, Leben ist Leben und wir haben darüber nichts zu entscheiden. Das müssen andere Mächte tun. Und der andere Satz, den man hört, ist, wenn man ein behindertes Kind hat, das muss doch heute nicht mehr sein. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich eine schwangere Frau, die ein behindertes Kind erwartet. Ist das der Moment, wo man auch sagt, da muss man eingreifen, da muss man was setzen, da muss man eine Aussage treffen? Ja, es gibt starke, heftige Meinungen zu dem Thema. Definitiv. Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Und das war uns natürlich, was wir dadurch, also dadurch, dass es diese heftigen Meinungen gibt um dieses Thema, hat sich der gesamte Prozess des Drehbuchschreibens zum Beispiel ganz anders gestaltet, als das sonst war. Weil wir natürlich immer darüber nachgedacht haben, wenn wir die Szene jetzt so schreiben, dann kann man das vielleicht auslegen als Pro-Abtreibungsfilm oder als Pro-Live-Film. Also diese unterschiedlichen
Gruppen, die Gruppierungen können sich ja auch diesen Film nehmen und ihn benutzen für etwas. Und so musste man immer austarieren und immer gucken. Also wenn Julia Jentsch, das Ende ist ganz wichtig eines Films, weil das die Aussage macht. Und das zeigt die Haltung des Regisseurs und des Autors natürlich. Wenn wir da weggegangen wären, wenn das das Ende gewesen wäre des Films, dann hätte man gesagt, okay, das ist ein Film, der gegen Abtreibung spricht, weil der zeigt einfach, dass die Frau wird nie wieder glücklich. Wenn sie am Ende in diese Radiosendung gegangen wäre und hätte gesagt, und ja, das ist richtig und gut, dass ich abgetrieben habe, emanzipatorisch, dann wäre das ein Film geworden, den sich alle Frauen genommen hätten und gesagt, ja, das ist gut, dass wir jetzt hier alle abtreiben können und das ist auch okay, das kann auch jeder machen jetzt. Also so meine Haltung ist irgendwas dazwischen, zwischen diesen starken Haltungen. Und das war eben während dieses ganzen Schreibens immer wieder Thema. Am Ende wird ihr ja suggeriert, sozusagen, du kannst auch lügen. Du kannst auch eine Geschichte erfinden, die deiner Person gut tut. Also da ist die Lüge vielleicht sanfter als die Wahrheit. Sie entscheidet sich für die Wahrheit, weil sie möchte nicht von einer Fehlgeburt sprechen, sondern sie möchte, dass das, was sie getan hat, bewusst ist. Das ist auch die Haltung der Regisseurin. Richtig, das ist vor allem Fantasie, das ist meine Fantasie, weil das wäre ja in Realität nie so möglich. Also die Realität ist, dass Hebammen, Psychologen, Sozialarbeiter raten schon den Frauen zu sagen, oder das heißt raten, aber sie halt sagen schon, es ist auch okay, wenn du das nicht sagst, wenn du nicht allen sagst, was du getan hast. Und man darf hier auch lügen in diesem Fall. Und das darf man, auf jeden Fall darf man das, um sich zu schützen, wenn man das muss. Und was unreal ist, ist, dass sie auf die Bühne als eine Kabarettistin in die Öffentlichkeit geht und sagt, ja, ich habe das gemacht. Ihre Karriere wäre ja vorbei. Das ist meine Fantasie. Und ich wollte damit sagen, dass es, ja, das ist mein Wunsch, was dieser Film eigentlich erreichen soll. Nämlich, dass man darüber spricht und dass man mit diesem Thema offen umgeht. Ja. Diese Entscheidung findet ja in so einem merkwürdigen Raum statt zwischen ja, persönlichem Befinden, persönlichem Wunsch, gesellschaftlicher Ethik, also das, was so Religion und Gesellschaft vorgeben, und dann natürlich der Rechtslage. Also es ist ja auch eine Rechtsgeschichte. Und in diesem Raum suchst du nach einer persönlichen Geschichte, ohne diese Gesetzlage Ja. und all das zu thematisieren, sondern es ist einfach sowieso da. Das ist alles sowieso da. Das ist richtig. Der Film ist politisch, ohne politisch zu sein, meinte Dieter Kostlik mal zu mir. Ja. Und absichtsvoll politisch, ohne politisch zu sein. Das ist bei dem Thema einfach so. Also das, ne, das, da können wir nicht, das konnte ich nicht anders machen. Wenn man den Film so sieht, dann denkt man ja auch, wie nehmen Leute diesen Film wahr. Und auch mir ist es so gegangen, dass ich über weite Strecken gedacht habe, hoffentlich treibt sie nicht ab. Ja, Also natürlich. der Wunsch entsteht. Und Natürlich. an dem Moment, wo sie sich dann dafür entscheidet, gibt es aber keine Enttäuschung. Das fand ich eine großartige Balance. Ja, das ist schön, dass jeder hier im Kinosessel immer sitzt und denkt, hoffentlich macht sie bis zum Schluss, bis die Spritze kommt, denkt man immer noch, ach, sie wird vielleicht aufstehen. Und das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, dass wir menschlich denken und wir wollen eben, dass sie dieses Kind bekommt, dass sie die Mutter wird von dem Kind. Wenn man den Abspann genau gelesen hat, weiß man das schon. Es ist ein Film, der Realität und Fiktion verbindet, von mir aus auch kollagiert. Also es gibt wirkliche Ärzte, wirkliche Krankenschwestern, wirkliche Hebammen, die machen ihren Job und werden dabei Teil einer Fiktion. Und es gibt Bjarne Mädel und Julia Jentsch natürlich, Schauspieler, die einen großen Hintergrund mitbringen. Also Julia Jentsch als Sophie Scholl oder in Coco W. oder Bjarne Mädel kennen wir alle vom Tatortreiniger. Ich sage mal einen anderen Film, der mir besonders gut gefallen hat, Die Könige der Nutzholzgewinnung. Da spielt er einen Ja. Baumfäller, ganz großartig. In jedem Fall ist diese Verbindung zwischen starker Fiktion und starker Realität, ist das die Methode der Wahl gewesen oder hat sich das zufällig ergeben? Nein, nichts hat sich zufällig ergeben. Nichts hat sich zufällig. Das ist alles, das ist ein fiktiver Film, den ich geplant habe von vorn bis hinten. Und das ist immer, wenn ich Drehbuch schreibe, schreibe ich zu dem Drehbuch noch mein Konzept, mein Regiekonzept. Also so, wie ich den Film machen will. Und wir haben halt 1,5 Jahre an dem Drehbuch geschrieben und da hat sich auch das Regiekonzept 1,5 Jahre halt entwickelt, ne? Und das wird dann immer weiter, spinnt sich dann immer weiter aus. Und ich kann eigentlich sagen, dass mein Regiekonzept bei dem Film war, in einem Satz kann ich das sagen, hole Realität in die Fiktion. Das war das Dogma, was ich mir selbst gesetzt habe, die Regel. Und die wollte ich in jedem Arbeitsschritt, den ich als Regisseurin gehe,
wollte ich dieses Dogma befolgen. Und es geht so weit, dass der Arzt, der die Abtreibung macht, wirklich ein Arzt ist, der Abtreibung macht und der das auch in dem Fall machen würde. Alle Ärzte, Hebammen, Schwestern, Psychologen sind reale Personen, die auch wirklich genau das machen, was sie im Film machen. Warum aber heißt er dann Berger wie seine Regisseurin? Da gibt es eine Geschichte, die ist eigentlich ganz niedlich. Also ich habe für alle Rollen ungefähr zwischen 20 und 60 Ärzte getroffen, um eine Rolle zu besetzen. Weil ich wollte eben einen Kinofilm machen, wo die Laien auch so sprechen sollten, also wo sich das gut vermischen lässt mit den Schauspielern. Das heißt, nur bestimmte Leute eignen sich dafür. Ich brauchte Leute, die eine ganz bestimmte Art haben, zu sein. Und mein Ziel war es eigentlich, dass die komplett die Kamera vergessen, dass die vergessen, dass da 30 Leute sie angucken, dass da Lampen stehen, dass die das alles vergessen und einfach nur das machen, was sie immer machen. Und dazu sollten sie doch eine Type sein. Und ja, und bei dieser Rolle der Abtreibungsarzt war es halt schwer, weil das wollte halt keiner machen. Das wollte halt keiner sagen, das bin ich und ich mache das. Die schreiben jetzt noch nicht mal auf ihre Website. Also die kriegen faule Eier vor die Praxis gelegt. So, die wollen sich nicht öffentlich machen. Und das gehört unmittelbar zum Thema. Und naja, und dann saß er vor mir. Ich hatte dann ganz Deutschland ungefähr durch, hatte ich das Gefühl. Und dann meinte er, ja, ich mach's, aber nur wenn ich halt unkenntlich gemacht werde. Und dachte ich so, wie soll ich das machen? Das ist kein Dokumentarfilm. Soll ich dem so einen Balken davor setzen? Also bin ich zu meinem Kameramann und dann haben wir uns halt überlegt, okay, eigentlich geht es ja auch gar nicht um die Ärzte. Es geht ja eigentlich, unser Fokus ist ja eigentlich das Paar. Und wir machen das einfach zum Konzept, dass wir manche Gesichter einfach nicht sehen. Es wollte sonst keiner unerkannt bleiben, aber wir haben einfach manche Gesichter nicht gezeigt, weil es einfach nicht wichtig war. So wie wir die Diagnose auch nicht gezeigt haben von dem Arzt, sondern einfach immer die Reaktion des Paars. Und das haben wir so gemacht. Das heißt, er sollte eine neue Stimme bekommen, einen neuen Namen und nicht das Gesicht. Und er hatte noch eine Bedingung, und das mache ich sonst nie. Er hat gesagt, er möchte sich den Rohschnitt angucken. Bei mir ist es verboten, dass Schauspieler oder Laien oder egal wer in dem Film mitmacht, sich das anguckt. Sondern ich schneide den Film fertig und danach sehen die den und dann können sie darüber weinen oder lachen oder irgendwas. Es interessiert mich nicht, weil ich möchte den Film selber machen. Ja? Ich möchte nicht beeinflusst werden von jemandem, der da mit vor der Kamera agiert. Und bei ihm habe ich halt, weil mir blieb nichts anderes übrig, habe ich gesagt, ja. Dann habe ich ihm den Rohschnitt gezeigt, ich war total aufgeregt. War überhaupt die erste Person, die den Film gesehen hat. Der war überhaupt noch nicht fertig. Und der hat mich einen Tag später angerufen, weinend, seine Frau noch im Hintergrund auch geweint. Und der meint so, ach, der meinte, ja, das ist so toll, das ist so echt, wie es bei mir in der Praxis wirklich vorkommt. Und ich bin so stolz, dass ich bei dem Film mitgemacht habe. Sie können jetzt mein Gesicht doch zeigen. Ich sage, na, wie soll ich denn das jetzt machen, bitte schön? Jetzt habe ich doch Ihr Gesicht gar nicht gefilmt. Und dann denken Sie sich was aus, Sie sind doch die Regisseurin. Und da habe ich gesagt, okay, dann es gehört so unmittelbar dazu, zu dem Thema, dass er sich da so geschämt hat für, dass er einfach meinen Namen behält. Und so sprechen mich jetzt immer alle Journalisten darauf an. Und dann erzähle ich immer wieder die Geschichte und das ist wichtig, dass ich immer wieder die Geschichte erzähle. Und das ist seine Stimme und er ist jetzt auch, wir haben ein großes Stern-Interview gegeben, erst vor 2 Wochen und der zeigt sich und wir haben da Fotos gemacht, steht total hinter dem Film. Also der hat schon 1000 Podiumsdiskussionen hinter sich und der liebt den Film. Und das ist halt toll. Nochmal einen Schritt zurück. Diese Idee zu sagen, ich nehme echte Ärzte, echte Schwestern, das ist nicht unbedingt naheliegend, weil man castet leichter Nebendarsteller und sagt denen, du machst das, du machst das. Und was die da machen, ist ja jetzt so aufwendig noch auch wieder nicht, als dass das Oh, nicht ein ja. Schauspieler auch könnte. Nein, 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 nein. Ich finde ja in deutschen Filmen, also ich meine, es gibt so viele gute deutsche Schauspieler, aber ich finde, dass in deutschen Filmen deutsche Ärzte von Schauspielern nicht unbedingt gut gespielt werden. Und ich finde halt, ist schon wichtig. Ich versuche, das sieht man ja auch im Film, dass ich wirklich bis in die kleinste Rolle gucke, dass die gut spielen und dass die Also als sich. ob Dr. Ross in Emergency Room jetzt so viel besser wäre. Also ich versuche es schon, dass einfach jeder glaubwürdig ist, dass jeder auch eine Geschichte mitbringt, jede kleine Figur. Und das ist viel einfacher, wenn man einen Laien nimmt. Den muss man halt casten. Man muss die Mühe sich machen, ein Riesencasting zu veranstalten und dann wirklich die Type rauszusuchen, die das genau das ist, was man will. Und ich meine, so ein Arzt, so ein Kinderherzchirurg, das ist
Das ist eine absolute Koryphäe in Europa, dieser Dr. Kostelka. Und der bringt so eine Erfahrung mit. Und ich finde, das spürt man in der Szene, dass er einfach seine, weiß ich nicht, 40 Jahre eben Erfahrung auch hat in dem Beruf. Und das bringt er alles mit in diese Szene. Und das braucht ich. Und das macht die Qualität des Films. Dein vorheriger Spielfilm, Zwei Mütter, den hast Wieso du sagst du sehr, Spielfilm? weil du ihn selbst mal dokumentarischen Ja. Spielfilm genannt hast, und ich wollte das einfach mal so betonen, dass es dennoch, obwohl es ein dokumentarischer Spielfilm ist, ein Spielfilm ist, Ja. ist aber schon noch anders. Ja? Also das ist jetzt kein dokumentarischer Spielfilm, Nein, das 24 Wochen. würde ich nicht so bezeichnen. Nein, da ist viel mehr, noch viel mehr geleitet und viel mehr vorgedacht in 24 Wochen, weil es gab eben dieses Drehbuch, was wir 1,5 Jahre geschrieben haben. Bei Zwei Mütter, meinem ersten Langfilm, gab es, ich glaube, 20, keine Szenen, nur so Sätze. 20 Sätze und mit diesen 20, also diese eine Struktur, ein Skelett, und damit bin ich rausgegangen und habe gesagt und habe alles improvisiert. Ich hatte so 10 Dogmas mir gesetzt, zum Beispiel eben, dass ich keinen Dialog schreiben darf. Dass jedes Take, also jede Wiederholung, die ich mache mit den Schauspielern, muss anders sein. Die dürfen nichts wiederholen, was sie machen. Also wenn wir was gedreht haben, haben die das gemacht und haben wir was ganz anderes gemacht. Und das heißt, mein Kameramann auch eine Regel war zum Beispiel, ich will nicht zu weit ausholen, aber eine Regel war bei Zwei Mütter, dass Regie und Kameramann dürfen sich nicht darüber unterhalten, wo die Kamera wann steht. Dürfen sich überhaupt nicht über das Bild unterhalten, sondern der muss es selbst machen. Das ist einfach, das Bild hat keine Bedeutung. Es geht nur ums Schauspiel. Also all solche Dinge halt. Es war einfach ein Experiment. Ein großes. Und 24 Wochen war eben klar dahin geplant, wo ich ihn haben wollte. Und es ist geglückt, dieser Film ist dahin gekommen, wo ich es wollte. Und bei Zwei Mütter wusste ich überhaupt nicht, was das sein. Ich wusste auch gar nicht, ich hatte auch gar keine Vorstellung, wie der aussehen kann, der Film. Bei 24 Wochen wusste ich, so wird der mal aussehen vorher. Da hatte ich eine Vision. Bei Zwei Mütter habe ich einfach nur so gemacht. Hab ich dachte, oh cool, probiere ich mal. Wieso Bjarne Mädel und Julia Jentsch? Na, ich wollte gegenbesetzen. Ich wollte halt nicht. Ich mag halt nicht. Typecasting. Ja, wirklich. Nee, vor allem mag ich nicht, wenn die Schauspieler zum 100. Mal die gleiche Rolle spielen. Und dann habe ich zu Nina Hauen, das ist meine Casterin, gesagt: Schlag mir mal jemanden vor, wo du sagst, Anna, das geht eigentlich gar nicht. Und dann hat sie mir Bjarne Mädel vorgeschlagen und da habe ich dir angeguckt, das ist so super, guck mal. Und dann lustigerweise hat Bjarne, also normalerweise ist es so, man schickt ein Drehbuch raus. Dieses Drehbuch schickt meine Casterin der Agentur von dem Schauspieler. Die Agentur liest dieses Buch und schickt dann das dem Schauspieler weiter und dann liest es irgendwann der Schauspieler. Das heißt, es dauert mal mindestens 2 Wochen, ehe man eine Rückantwort bekommt von jedem Schauspieler. Das heißt, man muss immer warten. Bei Bjarne Mädel war es so, wir haben es rausgeschickt. 24 Stunden später rief mich Bjarne Mädel persönlich an und meinte so: Ja, ich mach's. Ich sage: Okay, jetzt lass uns erstmal treffen und erstmal arbeiten zusammen kurz, weil wir was spielen oder so. Aber er wollte das sofort machen, weil der hat darauf gewartet. Der hat regelrecht darauf gewartet, dass Aus sowas der kommt. Comedy-Rolle auszubrechen. Ja, der mag es einfach, alles zu sein. Bjarne will einfach alles machen, in jede Richtung spielen. Und der fand das stark. Der mochte das Buch und der wollte das machen. Und damit Julia Jentsch nicht mehr so viel Scholl ist, musste sie dann Kabarettistin werden. Genau, bei Julia war das Gegenbesetzen des Kabarett. Und das war irre. Als ich Julia getroffen habe damals, war in Berlin, zur Berlinale Zeit. Und da habe ich sie getroffen und ich dachte so, okay, alle Schauspielerinnen, die ich vorher getroffen hatte, haben sich, weil ich habe ein Jahr lang gesucht. Wollte niemand diese Rolle spielen. Es wollte einfach niemand diese Rolle spielen, weil jeder irgendwann eine Geschichte hatte. Ich hatte meine Totgeburt, ich hatte meine Fehlgeburt, ich habe wirklich eine sehr bekannte Schauspielerin, ich kann Ihnen nicht sagen, wer es ist, schrieb mir einen langen Brief und meinte, das ist so ein super Ihr Konzept, wie Sie das alles machen wollen, aber wenn ich das spiele, ich bin 38 Jahre alt, ich will seit 2 Jahren ein Kind, wenn ich das spiele, werde ich das Kind nicht kriegen, kann niemals ein Kind kriegen. Also solche Dinge sind da mit reingekommen. Was wollte ich jetzt sehen? Ja, Julia Jentsch, so. Die erste Frage, die Julia Jentsch mir gestellt hat, ist, normalerweise fragen alle so: Wie willst du die Geburt, die Abtreibung, wie willst du das drehen, wie wollen wir das machen? Das ist total schwer, wie soll ich das spielen? Julia Jentsch meinte so: Wie soll ich das auf der Bühne machen? Weil das ist halt, Julia kann alles, was emotional ist, ist einfach ihre große Stärke. Und ich wusste, ich muss Julia helfen, in die Emotionen reinzukommen. Und den Rest macht die allein. Deshalb war das halt total angenehm für sie. Sie ist jemand, der sehr adaptiv ist, also
passt sich sehr der Situation, der Stimmung, der Atmosphäre an. Und so habe ich halt das in einem echten Kreißsaal gedreht, mit einer echten Hebamme, mit einem echten Arzt, der daneben saß. Das Einzige, was nicht echt war, war der Fötus. Und sonst war alles einfach echt da. Und so konnte die eben sich voll entfalten. Aber du hast ihr ja nicht nur die Emotion nicht geschenkt, sondern auch sonst nicht. Du hast sie nicht nur in echten Kreißsaal geschickt, sondern auch auf eine echte Bühne, in eine echte Fernsehshow zu Dieter Nuhr. Das ist jetzt hart, oder? Genau, jetzt musste sie das auch noch durchstehen. Den Rest hatte sie schon. Naja, das war eben, das war für sie halt, das war, also wir haben 6 Wochen lang geprobt dafür. Das war also unglaublich. Für die paar Szenen. Wir haben da sonst was auf die Beine gestellt, weil sie erstmal, sie brauchte das auch, um sicher zu werden. Und das waren halt echte Kabarettisten, die mit ihr geprobt haben. Uns wurde halt klar, das ist kein Schauspiel, das ist was anderes. Und das muss halt jemand machen, der sich damit auskennt. So, wenn ich das mit Piane gemacht hätte, Piane hätte sofort irgendwas gemacht. Aber Julia, das war einfach nicht ihrs und es ist auch nicht meins. Und dann haben wir gesagt, okay, es muss also jemand erstmal schreiben, der sich mit Comedy auskennt. Es hat also nicht mein Drehbuchautor geschrieben, sondern wer anders. Und Ralf Hussmann, der die Bombe. Stromberg geschrieben hat. Und Lisa Feller war dann die Hauptverantwortliche sozusagen für Julias Spiel, also für Julias, damit Julia Kabarettistin wird. Und dann haben die das ja ganz oft geprobt und trotzdem konnte ihr niemand, also wir hatten halt wenig Geld und ich habe mir halt in den Kopf gesetzt, mein Konzept ist Realität in die Fiktion holen, wir gehen zu den echten Shows. Mein Produzent immer, oh, wie willst du, wie wollen wir das jetzt machen? Mach es dir doch nicht schwerer als wir. Können wir nicht irgendwelche Komparsen irgendwo in irgendeinen Raum setzen und wir tun so, als ob es irgendeine Show ist? Nee, sag ich, wir lassen uns das mal so machen. Und dann also habe ich das halt selber so in die Hand. Ich habe halt immer so, weiß ich nicht, so 4 Assistentinnen und ich versuche viel innerhalb des Regiedepartments, also der Regieabteilung selbst zu organisieren und versuche nicht, dass irgendwelche die Produktion mitorganisiert, dass wir Mädels das alles so unter uns machen. Und wir hatten dann halt Shows, die das machen wollten und die haben halt immer gesagt, so ja, was da 10 Minuten vor der Show. 10 Minuten, das bedeutet, du brauchst einen Kameramann, der das kann. Weil das, was wir machen konnten, ist, wir sind auf die Bühne, da war ich auch nicht dabei, also die sind auf die Bühne, Julia Jentsch vor, mein Kameramann dahinter. Dann durfte sie es nochmal machen, Julia Jentsch auf die Bühne, mein Kameramann davor. Das war's. Und das musste dann zusammengeschnitten werden. Und das ist, normalerweise würdest du das halt so 10-mal machen und dann würdest du es zusammenschneiden. Also nur mal, um einen Vergleich zu haben. Als ich die Ärzte gedreht, die Szene mit den beiden Ärzten, da habe ich so 3,5 Stunden an Filmmaterial. Und das schneide ich dann auf 7 Minuten. Bei den Shows hatte ich halt 10 Minuten Material, noch nicht mal. Auf eine. Ja, 10 Minuten auf irgendwie 1 Minute. Und das ist schon. Aber hätte Fernsehmoderatorin nicht auch gereicht? War sie am Anfang, sie war Nachrichtensprecherin. Hätte gereicht, ist nicht meine Lieblingsfrage, weil das kann man immer fragen. Und natürlich hätte es gereicht, aber ich muss ja eine Entscheidung, ich bin die Regisseurin, ich muss eine Entscheidung treffen. Und ich weiß, also wir haben halt zum Beispiel ich dachte auch, naja, im Notfall, wenn Julia das nicht schafft, weil ich hatte natürlich auch Angst, dass sie das nicht schafft, dachte ich, der Film funktioniert ja auch ohne. Es geht theoretisch auch ohne. Dass man nur, wir hatten ja schon gedreht, wie sie auf die Bühne geht, aber nicht auf der Bühne. Nur die auf der Bühne, das hatten wir noch nicht gedreht. Und dann haben wir das schon geschnitten, da waren wir schon 2 Monate lang im Schnitt und hatten das alles schon zusammengeschnitten. Und dann, Katharina, und dann hatte ich sozusagen den Film gesehen und habe dann gesehen, okay, wie ist der Film, wie würde der funktionieren, eben ohne die Auftritte. Und das war nicht gut, weil das war noch viel trauriger und viel lebloser und sehr deutsch. Und durch diese Auftritte hat es auf einmal so eine Größe bekommen. Und das war dem Film sehr gut getan. Und es war einfach so ein Gegengewicht gegen diese Schwere. Du arbeitest gerne mit Überraschungsmomenten, ne? Schickst deine Schauspieler gerne in Situationen, die sie selbst noch nicht erahnen können. Ich muss, weil, ja, aber ich mag es immer nicht, wenn die so. Also ich will halt, dass die extrem gut spielen. Und die meiner Meinung nach spielen. Spielen sie vor allem gut, wenn alle Sinne an sind, also wenn die voll da sind. Und das sind sie nicht, wenn sie etwas zu Hause vom Spiegel geübt haben. Weil dann haben sie ihre Routine und dann liefern sie das so ab. Und wenn sie in einer unsicheren Situation sind, etwas, also das Gefühl haben, sie können etwas nicht oder sie haben irgendeine Challenge, irgendein Hindernis sozusagen, während sie spielen,
Sie wissen zum Beispiel nicht, was kommt, was der andere machen wird gleich oder sowas. Dann ist das Spiel besser. Und also das versuche ich, das immer so frisch zu halten. Ich versuche immer, wenn sie es eben wiederholen müssen, meistens müssen sie die Szenen so 10-mal wiederholen, bei mir und manchmal mehr auch. Und dann sage ich zum Beispiel Piane Mädel was Julia Jentsch nicht wissen darf. Also der holt dann nur irgendwas aus seiner Tasche raus oder er macht währenddessen irgendwas. Oder ich sage ihnen, jetzt können wir es mal so machen, dass ihr so wenig wie möglich Worte benutzt, um genau das zu sagen, was in der Szene steht. Aber ihr dürft fast nichts sagen. Und es darf nicht Pantomime sein, sondern nur das Nötige, damit der Nächste den nächsten Ping-Pong-Ball spielen kann. Und solche Tricks, oder ich habe irgendwann mal es war ein Laie sogar, der war irgendwie aufgeregt, dass ich hingekommen. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn du in den Raum reinkommst, dann zähl mal alle Farben, alles, also alle Grünfarben. Und sag mir mal, wie viel Grün, unterschiedliche Grüntöne es gibt im Raum. Und ich wollte eigentlich nur, dass der reinkommt und sich umguckt und so, und dann hat er das halt gemacht und auf einmal war der abgelenkt und auf einmal wurde es gut. Es gibt so Tricks und jeder Regisseur macht andere Sachen. Also. Warum kommen die zwei Mütter aus zwei Mütter hier wieder vor? Ist das die Form von Kontinuität, die du gerne durch deine Filme laufen lassen möchtest? Na, es ist ganz simpel. Es hat gar nicht so einen tiefen. Es war so, dass ich wusste, dass ich halt ich wollte, dass Julia Jentsch und Piane Mädel irgendwann in die Situation kommen, ihr Spiegelbild sozusagen vor sich zu haben. Oder wo Julia denkt, das könnten wir sein in ein paar Monaten. Und dann dachte ich, okay, es ist zu eins, wenn das jetzt so Frau und Mann und Kind mit Herzfehler ist. Dann dachte ich, okay, wie wäre es denn, wenn es zwei lesbische Frauen sind mit Kind? Und dachte ich schon, wieso sind es eigentlich nicht meine zwei Mütter mit Kind? Die ich ja schon, das sind meine Hauptfiguren in meinem ersten langen Film. Und so hat sich das dann ergeben. Und jetzt sagen halt alle schon, okay, jetzt wird in jedem Film, den du machst, deine zwei Mütter irgendwo rumrennen. Und die Geschichte wird weitererzählt von denen. Der Drehort ist Leipzig. Ist das simpler Effekt der Filmförderung oder ist das tatsächlich sowas wie neue Heimat? Naja, ich habe es mir ehrlich gesagt gewünscht. Ich habe es mir gewünscht, dass wir irgendwo im Osten drehen. Weil ich mit dem Team drehe, also ich habe immer meine Head of Department heißt, also meine Abteil, also es gibt ja verschiedene Abteilungen beim Film. Die Kamera, also mein Kameramann hat halt so seine 10, weiß ich nicht, 7 Leute so und er ist der Chef von der Abteilung. Und dann gibt es die Szenenbildabteilung, die hat dann wieder 20 Leute unter sich. Dann gibt es meine Kostümbildnerin, die hat zwei, eine Garderobiere und eine Assistentin. Die haben alle so ihre Teams. Und meine Heads, also meine Departmentleiter, die sind immer die gleichen, mit denen ich arbeite. Aber dann gibt es halt die anderen und die nimmt man daher, wo man herkommt. Weil es billiger ist, weil es einfacher ist. Und ich wollte einfach mit Leuten drehen aus dem Osten. Und das ist dann halt passiert. Wir hatten, also wegen dem, das ist auch das Thema, wegen dem Thema hat uns die Filmförderung in Stuttgart abgelehnt. Die wollten uns nicht fördern. Und das war mein Glück, weil dann bin ich nach Leipzig gegangen und dann habe ich die Förderung in die MDM. Förderreferentin Dana Messerschmidt getroffen und also wir lieben uns so. Und sie hat unseren Film gefördert und dann war klar, wir drehen dort. Und das war super. Der Film ist jetzt seit knapp 2 Wochen in den Kinos. Gibt es irgendwelche Reaktionen von Behindertenverbänden oder von Kirchen? Das habe ich erwartet, aber nichts, das gibt es nicht, nee, das gibt es nicht. Also das ist, ich weiß nicht warum, wir warten alle darauf, aber wir haben schon bei der Berlinale, bei der Premiere drauf gewartet, dass das passiert. Wir haben bei der Premiere drauf gewartet, dass die Hälfte des Saals rausgeht und die andere sagt super. Also so, dass sich das mehr polarisiert, aber ich glaube, es ist einfach gelungen, dass dieser Film, keine Seite kann sich den so nehmen, einfach. Und das, oder man nimmt ihn sich von jeder Seite und sagt, er ist gut. Oder man nimmt, sagt, also es wird sich nicht so richtig gegen den Film aufgelehnt. Das ist nicht passiert. Du hast jetzt das alles so geschildert, als hättest du beim Dreh die ultimative Freiheit gehabt. Hat dir keiner reingeredet, hat keiner gesagt, hier ist dein Budget zu Ende, hier ist deine Freiheit der Aussage zu Ende und mit der Hebamme sowieso will ich sowieso gar nicht, dass du drehst. Ich sag's mal ganz böse. Eigentlich ist jeder, der mit dir arbeitet, egal wie sehr Freund er ist, auch dein Feind. Weil mein Kameramann interessiert sich nur für sein Bild. Und meine Szenenbildnerin interessiert sich nur für ihre Möbel. Und meine Kostümbildnerin interessiert sich vor allem für ihre Kostüme. Und das müssen die auch. Die müssen sich für ihren Bereich. Und wenn sie gut sind, können sie natürlich, macht sie ihre Kostüme natürlich zur Figur, zum Charakter.
der Hauptfigur, ja. Sie guckt, was hat die für einen Charakter, und da gucke ich eben, was hat die an. Natürlich, da tun sie das. Das ist klar. Wir reden ganz viel über das Thema, über die Figuren, über wie die sind, die Eigenschaften. Mit allen mache ich das. Aber sie haben ihren Fokus auf genau dem. Und ich als Regisseurin habe die Aufgabe, dass jeder sich ein Stück weit in den Vordergrund drängelt und ein Stück weit zurücknimmt. Und am Ende muss es eben ein Bild ergeben, und es muss eine Linie ergeben. Ich sehe ganz oft Filme, wo ich das Gefühl habe, dass Regie ein Department vernachlässigt hat oder einem Department zu viel Raum gegeben hat. Und das ist mir total bewusst die ganze Zeit, dass ich das immer austarieren muss, die ganze Zeit. Und das ist nicht in allem gelungen, aber insgesamt bin ich eigentlich zufrieden damit, wie wir arbeiten, also wie meine Abteilungsleiter mit, also wir sind einfach ein gutes Team. Du hast gesagt, man muss den deutschen Regisseuren mehr Vertrauen entgegenbringen. Hast du dieses Vertrauen genossen? Oder musstest du kämpfen? Ich glaube, man muss bei jedem Film anders, auf eine andere Art kämpfen. Bei dem Film war es vor allem so, dass das Thema eben erstmal so, dass viele gesagt haben, wer soll sich den Quatsch angucken? Also wer soll sich das angucken? Und bei dem Film war es halt so, dass wir ganz wenig Geld hatten. Und ich mir so viele Besonderheiten ausgedacht hatte, dass das ein unheimlicher Organisationsaufwand war. Das war ein bisschen wie drei lange Filme organisieren im Vorfeld. Und wenn du kein Geld dafür kriegst, also keiner von uns wurde ja richtig bezahlt, wir haben ein bisschen Geld bekommen, aber das ist bei Weitem nicht, also es ist keine richtige Bezahlung. Und das war eben dieser Stress. Und trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein, wenn ich mir den Film angucke, weiß ich, dass der total, das ist total mein Film. Das ist, ich kann damit zufrieden sein, und wenn man den Film angreift, dann greift man mich an, weil ich den Film, ich habe den Film so gemacht. Das bin ich. Du warst eine von zwei Regisseurinnen im Wettbewerb der Berlinale, die einzige Deutsche. Isabel Schuber hat einen Film darüber gemacht, wie es in Cannes aussieht. Glaubst du, Frauen haben es schwer im Regiefach, wenn es um Film geht? Ja, das haben sie. Aber ich glaube, sie haben es schwerer als Männer. Ich glaube, sie müssen ein bisschen mehr dafür tun. Das wollen immer alle nicht hören. Aber ich glaube auch, so zumindest habe ich es erfahren, dass viele Frauen, wie soll ich das sagen, ohne dass ich. Also einmal ist es so, dass egal ob Frau oder Mann, ich gemerkt habe während des Studiums, das kannst du vorher nicht wissen, aber du merkst während des Studiums, wenn du Filme machst, du willst ja irgendwann einen langen Film machen, merken halt manche, viele, dass sie das nicht schaffen. Also einfach von diesem Druck, der auf einem lastet. Dass dieses Regie führen heißt nicht, dass man eine Eigenschaft haben muss, sondern man muss extrem viele Eigenschaften haben, und man kann eigentlich all das gar nicht richtig können. Das geht eigentlich alles gar nicht. Und deshalb muss man diesen einen Trick machen, finde ich. Man muss es reflektieren, was man eben nicht so gut kann, und sich die Leute holen, die es besser können. Und wenn man sowas nicht, dieses Reflektieren und diese Dinge nicht kann und diesen Druck nicht aushält und dieses heftige Durchsetzungsvermögen die ganze Zeit hat und diese Teamleitung hat und diese Organisation und ein künstlerisches Verständnis und. Wenn man so bestimmte Teile, die nicht hat in der Persönlichkeit, geht es nicht. Und ich habe ehrlich gesagt bei meinem Studium gesehen, dass es Männern manchmal leichter fällt, Regie zu führen. Kommen wir in der letzten Frage wieder an den Anfang zurück. Du wolltest unbedingt einen Tatort machen. Das passiert jetzt gerade. Warum ausgerechnet Tatort? Das ist ja nun zum 100. Mal gesehen und gemacht Ja, worden. das stimmt. Das ist ganz lustig, weil ich habe zum Beispiel während des Studiums auch in so eine bestimmte Richtung auch, ich habe also sowohl. Also ich habe die ersten Jahre, die ersten 2 Jahre, die ich Film gemacht habe, habe ich so ein bisschen mehr ins Genre, also ins Genre gearbeitet, also in so eine bisschen skurrilere Richtung. Und das habe ich irgendwann abgelegt und habe gesagt, okay, ich möchte absoluten Naturalismus. Ich möchte, dass die ganz echt sind, die Schauspieler nichts Abgehobeneres haben, nichts Artifizielles mehr haben. Und in Deutschland ist es ja so, dass das Genre Filme nicht existieren, außer im Fernsehen. Beim Crime, bei den Such den Mörderfilmen. Und das wollte ich jetzt mal wieder ausprobieren. Das mache ich gerade. Also ich kann da ganz anders erzählen. Ich kann das alles so ein bisschen drüber inszenieren und ein bisschen mehr und ein bisschen heftiger machen. Und das will ich jetzt mal wieder machen, und will sehen, wie es
wie das geht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche jetzt auch mal Geld. Also ey, ich freue mich, weil das ist, geht, also du hast halt in einem halben Jahr den Tatort gemacht und ich brauche das Geld jetzt. Ansora Beraschet, vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt können Sie Ihre Fragen stellen.